Hey Leute, ich dachte mir, wir reden heute ein bisschen über die Voranmeldung auf Turnieren, gerade eben, weil in 2 Wochen die erste europäische YCS in 2019 stattfindet, und zwar in Düsseldorf. Und ja, es ist ein interessantes Thema, es gibt viele Aspekte zu betrachten und ich frage mich eben, lohnt es sich überhaupt? Oder, naja, warum ihr es vielleicht echt mal überlegen solltet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Darüber wird irgendwie auch ziemlich selten geredet und ich finde, das ist ein ziemlich interessantes Thema eigentlich, weil da ziemlich viel dran hängt, auch eben an der Planung, wann ich zum Turnier fahre oder nicht. Und deswegen dachte ich mir, warum mache ich nicht mal ein Video dazu und rede ein bisschen darüber. Und dann könnt ihr mir natürlich auch in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber denkt. Also, warum gibt es überhaupt sowas, eine Voranmeldung? Ganz einfach eigentlich, und zwar für die Organisation. Es ist ziemlich wichtig für den Veranstalter zu wissen, wie viele Spieler tatsächlich das Event besuchen. Und in den letzten Jahren hat sich das ja auch immer wieder verändert. Es gab auch YCS, die eben nicht so groß waren, wie die jetzt in letzter Zeit. Was natürlich dann am Ende dazu führt, dass, wenn die Zahl dann gut geschätzt ist durch die Voranmeldung, dass auch alles reibungslos abläuft. Und das natürlich auch im Sinne der Spieler. Also die Voranmeldung findet im Prinzip immer freitags von 14 bis 18 Uhr am Location-Standort eben statt. Man kann sich da auch schon mit Spielern treffen und spielen und testen und sich eben auch voranmelden. Und da gibt es eben solche Goodies. Bis 2016 gab es Token in verschiedenen Farben oder mit verschiedenen Bildern eher gesagt. 2014, 2013 haben andere Bilder als 2016 und die wurden dann abgelöst von diesen Elementarwürfeln. Die sind auch ziemlich beliebt und auf den Livestreams auch immer zu sehen. Ich persönlich finde die Würfel jetzt besser als die Token damals. Sie sehen einfach schöner aus und tatsächlich kosten sie auch ein bisschen mehr. Die Würfel, die Elementarwürfel gehen, naja, so 15 bis manchmal sogar 25 Euro. Der Gottwürfel ist dabei eine Ausnahme. Der wurde nämlich nur bei der 20. YCS verteilt. Die anderen wurden im Prinzip einfach in diesen Tütchen hier bei der Voranmeldung verteilt. Man weiß also nicht, welchen Würfel man bekommt. Das ist purer Zufall. Und es gibt Würfel, die eben, naja, beliebter sind. Zum Beispiel eben der Licht- und der Finsterniswürfel. Wenn man also vielleicht noch den Wasserwürfel braucht, na gut, dann gibt man vielleicht auch ein paar Euro mehr aus. Die Sammler, na, man kennt's ja. Aber, naja, die gibt es jetzt jedenfalls nicht mehr, die Elementarwürfel. Die kann man tatsächlich aber trotzdem noch auf eben Public Events gewinnen, wenn man ein bisschen Glück hat. Und, ja, jetzt gibt es eben die Millenniumswürfel. Aber ich finde die auch ziemlich hübsch. Und es gibt eine ganz andere Besonderheit noch daran. Nämlich, es gibt nicht nur die normalen mit, naja, also verschiedenen Farben, sondern es gibt auch die goldene Variante. Und die kann man tatsächlich auch im dreistelligen Bereich verkaufen. Also sind die tatsächlich auch ziemlich wertvoll. Wenn man Glück hat, kriegt man tatsächlich so eine Tüte und da ist dann so ein goldener Würfel drin. Finde ich auch nochmal ein toller Anreiz irgendwie, um sich vorzumelden. Dann gibt es natürlich auch diesen Judge-Würfel. Damals gab es auch einen Judge-Token. Also für die Schiedsrichter gibt es natürlich immer so einen extra. Der gehört dann vielleicht auch noch zu der Sammlung dazu. Also im Grunde genommen hat sich das Ganze über die Jahre gesteigert, von Tokens bis hin zu den Elementarwürfeln, bis jetzt eben zu diesen möglichen goldenen Würfeln, was ich irgendwie ziemlich cool finde. Man weiß auch noch nicht ganz, wie lange die jetzt tatsächlich bleiben werden und wann sie abgelöst werden, aber ich finde, die könnten noch ein bisschen bleiben auf jeden Fall. Ja, warum sollte man sich noch anmelden, außer dass man irgendwelche Würfel bekommt, die man vielleicht verkaufen kann? Denn ist es eigentlich auch teurer. Man muss eine Nacht extra bezahlen. Also logischerweise bleibt man dann eben von Freitag auf Samstag noch da. Manche wollen aber erst eben Samstag morgens losfahren. Aber naja, es ist einfach viel entspannter, am Freitag anzukommen und sich eben zurückzulehnen, vielleicht mal die Deckliste zu schreiben, abzugeben und dann eben auszuschlafen und zu wissen, ja, ich habe alles schon abgegeben und geklärt und bin jetzt bereit für die erste Runde. Es ist natürlich eben so ein psychischer Vorteil, kann man sagen. Aber da gibt es nämlich noch die Pro-Spieler, die dann erst eben ein paar Stunden oder ein paar Minuten, eher gesagt, vor Ende der Anmeldung dann mal rumgucken, na, was gibt es denn da so für Decks, welche Decks werden gespielt und ihr Deck dann im Prinzip in letzter Minute nochmal umbauen, damit sie eben auf das, naja, aktuell Gespielte am besten vorbereitet sind. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den kann man verstehen auf jeden Fall. Aber natürlich ist es auch super stressig. Vielleicht fehlen dann in letzter Minute noch ein paar Karten, die man unbedingt braucht eigentlich für diese Strategie. Und es ist natürlich auch mit Unsicherheit behaftet, denn man hat ja die ganze Zeit mit einem bestimmten Deck getestet online zum Beispiel oder eben auch im Kartenladen. Und dann in letzter Minute noch ein paar Änderungen zu machen, nur wenn man jetzt sieht, ach, das Deck ist gerade irgendwie am meisten gespielt, für die Hoffnung darauf, dass man auch dagegen antritt, das könnte schwierig sein für die Konsistenz des Decks oder einfach generell das Geübte. Das wirft man da eigentlich direkt weg. Das ist wie, als ob man irgendwie noch in letzter Minute für die Klausur lernt und dann im Prinzip das ganze Langzeitgedächtnis mit dem Kurzzeitgedächtnis löscht. Ja, das ist tatsächlich ein Ding. Also man sollte eigentlich nicht in letzter Minute mal für die Klausur lernen.
habe ich ja leider auch schon. Naja, jedenfalls, manche machen es und manche finden es auch ziemlich gut. Ich hatte tatsächlich auch mal die Situation, dass ich noch zwei Karten gebraucht habe, die tatsächlich auch noch ziemlich schwierig zu bekommen waren damals. Es war nämlich ein Tourguide, die damals frisch aus dem Battlepack noch kam und die waren irgendwie 20 Euro teuer damals. Und auf dem Turnier sind die auch immer noch ein bisschen teurer, wenn man die kurzfristig ranholt. Deswegen, da macht man auch schon viel Minus dabei, wenn man noch auf die letzte Minute noch ein paar Karten besorgt. Jedenfalls ist es eben stressig und risikobehaftet. Also wenn man Pech hat, kriegt man die Karten auch gar nicht. Oder eben mit sehr, sehr, sehr viel Minus. Und das will ja auch eigentlich niemand. Ich finde es ziemlich cool, wenn man tatsächlich am Freitag schon da ist, die Deckliste ganz entspannt abgibt, eben nochmal so einen Würfel mitnimmt und ja, vielleicht nochmal vor Ort eben spielen kann. Dann ist es nicht langweilig. Man kann, wenn man Freitag schon ankommt, tatsächlich die Stadt vielleicht besuchen. Man kann eben noch mit den Freunden da vor Ort spielen. Die Atmosphäre vor Ort ist auch immer super, super entspannt und noch was ganz anderes als tatsächlich an den Spieltagen, finde ich. Ich finde schon, dass es sich lohnt. Muss halt gucken, also wie teuer ist denn die Unterkunft, denn theoretisch kann man dann einfach, wenn man den Würfel verkauft, die Unterkunft auch für diesen Tag bezahlen und dann, naja, rentiert sich das vielleicht? Müsst ihr halt echt wissen. Also je nachdem, wo man eben tatsächlich hinfährt, denn zu einer OCS, ja, die gibt es tatsächlich auch manchmal in Spanien oder in Italien und da muss man dann hinfliegen und da dann tatsächlich erst am Samstag hinzufliegen, ist schon sehr riskant, deswegen, ja, ist man wahrscheinlich eh schon Donnerstag oder Freitag da und da kann man sich tatsächlich dann auch natürlich voranmelden. Es sei denn, man möchte, naja, schon eben diese Taktik anwenden, gucken, was da gespielt wird und dann sich darauf vorbereiten. Wie gesagt, das ist einfach, naja, wahrscheinlich persönliche Präferenz. Aber die Preise, die Goodies, die möchte man sich dann doch nicht entgehen lassen, oder? Die Chance auf diesen goldenen Würfel, ja, also die sind ziemlich selten. Ich glaube, also es gibt keine richtigen Zahlen, wie selten die sind. Aber die werden schon ziemlich selten rausgegeben, so wie es aussieht. Also kurz gesagt, wer entspannt sein möchte, wer ein tolles Event haben möchte, wer ausschlafen möchte, da lohnt sich schon die Voranmeldung. Auch für die Chance des goldenen Würfels jetzt. Aber auch einfach, ja, um sicher zu sein, um einfach mit dem zu arbeiten, was man jetzt trainiert hat. Man hat schon irgendwie die Zeit nochmal von 14 bis 18 Uhr, wie gesagt, an der Location zu trainieren mit den anderen und da nochmal ein paar Changes zu machen. Die Voranmeldung ist einfach entspannter und lockerer. Ja? Wenn man auch tolle Tage, ein tolles Event haben möchte, dann lohnt sich das schon. Wenn man aber wirklich gewinnen möchte und alles daran setzen möchte, ja, dann kann man natürlich auch erst Samstag die Deckliste angeben. Aber was denkt ihr? Sagt mir mal in den Kommentaren, ob ihr euch gerne voranmeldet auf Turnieren, eben vielleicht auch für die nächste OCS in Düsseldorf jetzt, oder ob ihr eher dieser Typ seid, der erst am Samstagmorgen ankommt und dann im Prinzip sich dann in die Schlange stellt. Lasst mich wissen in den Kommentaren, ich bin sehr gespannt. Und dann war es das vom Video. Ihr könnt auch bei Schattenspieler vorbeischauen, der hat einen coolen Sketch gemacht zum Thema Voranmeldung und den Würfeln. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!